Push-ups, Spitzenhöschen und verführerische Details. Für viele Designer darf es gern aufreizend sein, wenn es um Unterwäsche für Frauen geht. Der weibliche Körper soll schön verpackt werden, mit hochwertigen Stoffen und ansprechenden Designs. Im Zuge der MeToo-Debatte wurde dieser Zweig der Fashion-Industrie zuletzt stark kritisiert. Perfekte Figuren, retuschierte Kurven und die Darstellung der weiblichen Körper in der Werbung sind vielen Kritikern ein Dorn im Auge. Frauen würden zu Objekten reduziert werden, heißt es. Einige Designer halten dagegen. Ich verkaufe Höschen. Und um Höschen zu verkaufen, brauche ich einen Hintern, denn da trägt man sie eben. Wenn ich saure Sahne verkaufen würde und ich den Po einer Frau zeigen würde, dann hätte ich das Gefühl, das Bild der Frau, ihre Wünsche, ihren Körper zu benutzen. Aber bei mir geht es um das Begehren und das ist eben ein Produkt, was auf dem Po getragen wird. Wir haben noch nichts Besseres gefunden, als einen Po zu zeigen, wenn wir Höschen verkaufen wollen. Es gehe vor allem darum, Fantasien eine Form zu geben und sich selbst zu gefallen, so die Designerin. Und sich durch die Dessous die Freiheit der Weiblichkeit zurückzuerobern.